Herzlich willkommen bei der Sendung Geld. Einen schönen Abend. Das Anlagejahr 2022 wird die Börsengeschichte eingehen. Viele setzen am Ende dieses Jahr auf Buchverluste und machen sich Sorgen um ihre Sparbatzen. Das Geldanlegen besonders erschwert hat in diesem Jahr, dass nicht nur die Aktienkeller sind, sondern auch die Kurse der Obligationen wegen der steigenden Zinsen gelitten haben. Die Börse belastet hat eine Kombination von Faktoren. Angefangen vom Krieg in der Ukraine und den stark gestiegenen Energiepreisen und Lieferkettenproblemen bis zu der historisch hohen Inflation, der rasch und heftigen Zinserhöhungen der internationalen Notenbanken und Konjunkturängste. All die Einflüsse haben die Investoren schwer verunsichert und die Aktienindizes phasenweise richtig gehend einbrechen lassen. Wie geht es weiter? Wie kann man seine Buchverluste auf den Wertschriften aufholen und sich vor neuen Rückschlägen schützen? Und wo bieten sich im anspruchsvollen Umfeld Chancen? Darüber reden wir jetzt mit dem Sandro Schibli, Bereichsleiter Private Banking bei der Acrevis Bank. Ja, Sie haben viel Erfahrung im Vermögensverwaltungsgeschäft. Welches persönliche Fazit ziehen Sie nach dem schwierigen Anlagejahr 2022? Ja, es war ein bisschen wie Licht und Schatten. Also das 2021 war ein sehr erfreuliches Jahr. Und das 2022, würde ich meinen, war das Jahr des Umbruchs. Es sind viele neue Themen auf den Markt zugekommen, die es lange nicht mehr auf der Agenda gegeben hat. Es hat aber auch viele neue Chancen, die sich wieder ergeben haben. Vor allem jetzt die Zinsmärkte sind wieder ein Faktor für die Anleger. Sie sprechen den Zins an. Wie es an der Börse weitergeht, hängt sehr stark einerseits von den Zinsen, aber andererseits von der Teuerung ab. Kriegen die Notenbanken die Inflation, insbesondere in Europa und den USA, überhaupt noch in den Griff? Oder ist sie aus dem Ruder gelaufen? Mittelfristig wird das schon klappen. Momentan ist aber der Zinserhöhungszyklus eindeutig noch im Gang. Wenn die Teuerung sich ein bisschen abflacht, werden auch die Zinserhöhungen langsam sich am Ende zuneigen. Und dann werden die Anleger wieder ein bisschen mehr Klarheit haben. Trotz phasenweiser Erholungen sind die Kurse von vielen Aktien, vielen Wertschriften nach wie vor im Minus, wenn man die Jahresbilanz ein bisschen anschaut. Haben wir den Bärenmarkt langsam überstanden oder geht es turbulent weiter? Ja, die Schwankungen haben seit Ende September, wo wir den Tiefpunkt hatten, zunehmend abgenommen. Im Gegenteil, wir sind sogar jetzt in eine Erholung hineingekommen. Die Anleger haben ihre Erwartungen etwas zurückgeschraubt. Auch auf ein Niveau, wo man sagen kann, dass es durchaus attraktive Chancen bietet für das 2023. Ich denke, das 2023 wird ein sehr spannendes Jahr werden. Eine Belastungsprobe ist das Anlagejahr 2022 nicht nur für all die, die in Aktien investieren, sondern auch für konservative Investoren. Normalerweise entwickeln sich in Phasen mit Kurseinbrüchen an den Aktienmärkten Obligationen von guten Schuldnern positiv. In diesem Jahr sind aber wegen der steigenden Zinsen auch die Kurse von vielen Obligationen unter Druck gekommen. Das hat zur Folge, dass auch Anleger, die bewusst eine vorsichtige Anlagestrategie verfolgen, mit Buchverlust konfrontiert sind. Diversifikation, die normalerweise die Risiken dämpft, hat in diesem Jahr wenig geholfen, weil sowohl die Aktien als auch Obligationen nachgegeben haben. Ja, was raten Sie jetzt vorsichtigen Investoren, die auf Buchverlusten sitzen? Wie kann man seine Buchverluste aufholen und sich vor neuen Rückschlägen im 2023 schützen? Beim Aufholen muss man ein bisschen aufpassen. Ich denke, Aufholen bedeutet eindeutig auch, das Risiko wieder steigern. Und ich glaube, das ist nicht angesagt. Im Gegenteil, man sollte es in einer Anlagestrategie, die man unter Umständen seit Jahren schon erfolgreich praktiziert, treu bleiben und mit dieser Strategie sozusagen in den Winterschlaf gehen. Manche denken, ja, hätte ich doch lieber das Geld auf dem Konto liegen lassen, dann hätte ich jetzt kein Buch verlöst. Aber eben das Geld auf dem Konto liegen lassen ist weg der steigenden Teuerung eben auch nicht eine gute Idee. Wie kann man sich im 2023 wenigstens vor der Teuerung schützen? Ich denke, man darf sich nicht auf eine einzelne Anlagenklasse verlassen. Man muss ein bisschen fokussiert bleiben in der Verteilung der Anlagegelder. Und ich denke, da in Kombination mit einer Strategie, das ist das, was am meisten Gewinnversprechen tut. Sie haben vorhin gesagt, im 2023 gibt es eine Chance. Also, wie soll man sich im 2023 positionieren? Wo genau sehen Sie Chancen? Ich denke, unverändert werden die Aktien hier, die Anlagekategorie sind mit der grössten Chance. Eben auch wegen der gesunkenen Bewertung hat es jetzt da eindeutig wieder mehr Chancen gegeben als Risiken, vielleicht noch Ende 2021. Und man sollte sich aber wirklich unbedingt auf innovative
Firmen konzentrieren mit einer guten Cash-Positionierung, also die unabhängig sind von steigenden Zinsen. Und da haben wir in der Schweiz einige Kandidaten. Ich denke jetzt da beispielsweise an einen ABB, an einen Logitech, an einen Siegfried, aber auch an einen Ems Chemie, wo taggenau heute vor einem Jahr noch über 1'000 Franken gehandelt worden ist. Danke vielmals für die Einschätzungen, Sandro Schibli. Viele freuen sich darauf, über die bevorstehenden Festtage in Berge zu fahren, Wintersport zu betreiben und den Schnee von seinen schönsten Seiten zu erleben. Allerdings beinhaltet der Winter mit Schnee und Eis auch einige Risiken. Besonders auf der Strasse und auf den Skipisten und den Schlittelweg. Wie kann man Unfälle im Winter möglichst verhindern? Und wie kann man sich vor den finanziellen Folgen schützen, wenn man doch mit einem Schaden konfrontiert ist? Antworten und Tipps bringen wir das nächste Mal wieder hier im Geld. Einen angenehmen Adventsabend.